Willkommen zurück bei Wolfbald RP Let's Plays mit Biss. Heute wieder mit Pokémon Nuzlocke Blau. Habe ich letztes Mal Pokémon Nuzlocke Blau angesagt? Ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Ich glaube schon. So, wir sind immer noch daran, den fetten Robert zu trainieren. Der mehr als Mutti wiegt. Ja. Und wir befinden uns im ewigen Gras, in dem sich sogar Gras-Pokémon befinden und eine Qualle, von der ich immer noch nicht weiß, wie die da hingekommen ist. Angespült worden. Auf dem Berg. Ja. Das kann bei Regen schon mal passieren. Ja, wie oft habe ich schon im Regen gestanden und gehofft, hoffentlich fällt jetzt keine Qualle vom Himmel. Ja, siehst du? Und das ist genau dort passiert. Ja, es ist genauso wie der Mann, der im Schrank stand und mit der Schlinge, nackt mit einer Schlinge um den Hals im Hotelzimmerschrank, und es war ein Unfall. Wie? Es war ein Unfall? Das wurde als Unfall abgetan. Statt als Selbstmord? Ja. Okay. Wie oft stand ich schon nachts nackt im Hotelzimmerschrank und hab gehofft, mit einer Schlinge um den Hals, und hab gehofft, jetzt passiert hoffentlich kein Unfall. Naja, es gibt sicherlich einige, die sich sowas denken. Oder sowas machen. Oder sowas hoffen. Naja, das war ja mehr ein Zitat jetzt von einem Mann, den ich sehr mag, comedy-technisch, Dieter Nuhr. Habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Ja, Dieter Nuhr ist sehr bekannt und auch sehr gut, sehr lustig. Aber das stimmt leider wirklich. Was, dass er lustig ist? Nein, dass der Mann da im Schrank sich erhängt hat und es als Unfall gehalten hat. Warum auch immer. Achso. Naja, vielleicht. Keine Ahnung. Er ist aus Versehen vom Stuhl gefallen. Und hat sich somit erhängt. Ja. Das war aber alles keine Absicht. Ja. Wollte eigentlich noch warten. Ich meine, ich finde das ja eh immer relativ lustig, wenn Leute auf dem Dach stehen und springen wollen und warten, bis die Polizei und die Feuerwehr da sind, ein Tuch aufspannen. Ich habe gehört, die haben jetzt gar keine Tücher mehr, die haben jetzt Matten. Matten? Ja, so schön Platsch da drauf ist. Ja, nee, sowas wie eine Hüpfburg. Ach so, okay. Hat mir mal einer erzählt. Ja, ich denke mal nicht, dass die extra auf die Feuerwehr warten, sondern sich noch überlegen, ja, vielleicht doch nicht. Oder doch, mal schauen. Ich meine, Selbstmörder, das finde ich. Mein Motto ist ja, das Leben ist ein Spiel, und ich finde, Selbstmörder, das sind so die Leute, die verlieren oder die am Verlieren sind und dann sagen, ich bin nicht mehr mit, ich habe keine Lust mehr. So Leute mag niemand. Ja, die sich absichtlich die Klippe runterstürzen und dann Game Over gehen. Ja. Oder die einfach bloß dann mittendrin aussteigen und sagen, ich spiele nicht mehr mit. Das finde ich, ist, man, wenn man was anfängt, sollte man es auch zu Ende bringen. Ja, das stimmt. Und wenn okay, andererseits, man wurde ja nicht gefragt, ob man da mitmachen will. Man wurde einfach reingesetzt. Ja, wen willst du da auch schon fragen? So ein Embryo, der hat doch überhaupt keine Qualität zu antworten, der hat noch nichts gesehen außer der eigenen schmierigen Bude. Und bei manchen ändert sich das auch im Leben gar nicht. Ja. Ich bin Informatiker, ich weiß, wovon ich rede. Oh ja. Naja, Informatikstudent, zukünftiger Informatikstudent. Also, das kommt schon sehr nah dran. Fehlt nur noch das Zimmer im Keller. Ich bin im ersten Stock. Aber ich habe einen Keller. Ich könnte mich im Keller ein... Wir haben sogar... Ich könnte mich sogar im Keller einnisten. Ja, das ginge. Ja, gibt's so... Ist ja typisch Elite-Trainer. Ja, man hat halt einen Glurak dabei. Mutti. Der hat wohl auch bei Professor Eich begonnen. Diese Elite-Trainer immer. Du hast gerade Mutti gesagt und hast Bock gerufen. Ups, ich wollte doch eigentlich Mutti. Aber Glurak setzt eh bloß Fadenschuss ein. Ja, natürlich. Ein typischer und Klammergriff. Glurak. Ja, Glurak, das ist so ein typisches Glurak, wie man es immer trifft. Und Aurora-Strahl pustet Glurak gleich mal um. Sehr schön. Und Bock ist Level 18. Dieser extrem erotische Bock. Wenn wir einen Mondstein in dem Berg finden, können wir Bock weiterentwickeln. Ja, das wäre ein richtiger Kraftbock. Ja. Und Arbok versucht uns zu überrollen. Bock gegen Arbok.
Oh, aber kein Donnerschlag. Oh, Bock ist. Was soll das eigentlich für eine Schlange sein? Eine Also, Kobra. Open. Ja, okay, hätte ich jetzt auch geschätzt. Sprich mal Arbok rückwärts aus. Das muss ich mir eben aufschreiben. Wir geben ihm einen Moment. Ah, Kobra, ja, jetzt habe ich's. Und jetzt sprich mal Rettern rückwärts aus. Ein Augenblick. Wir geben ihm wieder einen Moment. Ah, Natter. Wird Natter nicht mit Doppel-T geschrieben? Rettern auch. Oder habe ich es falsch geschrieben? Auch gut. Also, in Deutsch schon mal durchgefallen. Macht ja nichts. So. Ah, Robert ist schon Level 13, unser dicker Robert. Und jetzt, was gibt's? Meine Kumpels müssen gleich hier sein. Türke, holt gleich, naja, die holt ja nicht die Brüder. Früher, als ich das gelesen habe, habe ich immer gedacht, die wollte da drin eine Party machen. Ja, die holt gleich Tangela. Da weißt du, was für eine Party hier abgeht. Ja, klar. Chef, ja, Chef. Chef im Dodo. Nee, du. Also, Dodo. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Dodri auch noch eine weitere Entwicklung bekommt. Dokwad. Ja, zum Beispiel. Oder halt Dodo eine Vorentwicklung. Ja, dann hat's nur einen Kopf. Das ist einfach nur Do. One. Am Freitag kommt ja, das kann ich ja sogar sagen, weil wenn das Video hochgeladen wird, heute ist Donnerstag, oder? Also, wenn es hochgeladen wird, ist... Achso, nee, wenn es hochgeladen wird, ist... Wenn es hochgeladen wird, ist Donnerstag. Dann ist es doch Mittwoch, oder? Nee, ich habe für morgen noch ein Part. Also, achso, ja, dann für vorgestern habe ich noch einen Part Devil May Cry. Ja, dann ist heute Donnerstag, wenn es hochgeladen wird. Ist ja auch wurscht, weil wenn ich mit Dark Slicer jetzt noch ein bisschen was aufnehme, dann bringe ich zwei Parts pro Tag. Also beides. Okay. Das bedeutet, dann ist wieder alles durcheinander. Ja, na dann. Ich wollte ja eigentlich einen festen Upload-Plan machen, aber das wird wohl nicht. Ja, wir brauchen schon einen festen Upload-Plan. Naja, am Anfang brauchen wir es ja eh nicht. So viele Leute gucken ja nicht zu und die gucken eh wegen uns. Ja, du meinst wegen mir. Ja, wegen dir, genau. Nein, natürlich wegen uns. Ja, wir haben dich ja alle schon sehr vermisst. Yay! So, und diesem Robert da, also dem Europ da, der fette Europ, hauen wir mit unserem Europ gleich mal die Schnauze ein. Sehr schön. Was steht eigentlich auf dem Schild hier? Sei vorsichtig. Zubat ist ein Blutsauger. Ich hab hier wir haben hier drin noch. Ja, wir haben noch kein einziges Zubat gesehen. Ja, ich wollte es gerade sagen, also. Wir sind hier ein bisschen an Zubatmangel, aber hier kommt die ganze Zeit so ein Europ um die Ecke. Vielleicht sind das auch Blutsauger. Stechen dir das Horn ganz tief rein. Ja. Nein, die wahren Blutsauger, das ist die GEZ. Was, die GEZ? Ja. Wieso GEZ? Das sind Blutsauger, die saugen dich aus, bis du nichts mehr hast. Achso. Was ist dann die GEMA? Arschlöcher. Oh. Also Entschuldigung, wenn ich das gerade so sage, aber das ist doch wahr. Ich verstehe ja, dass man die Rechte der Musiker da irgendwie verteidigen muss, aber komm, die claimen und sperren wirklich jedes Video, in dem irgendwie nur ganz kurz Musik ist. Let's Player können da überhaupt nichts mehr machen. Der liebe Bruger hat bei Burial Under the Sea, musste er das Endlied rausmachen und musste ein anderes Lied drunter legen, damit es funktioniert. Weil sie sonst das Video gesperrt hätten. Ja, okay, da übertreiben die es halt wirklich, aber die nehmen ihren Job halt ziemlich ernst. Ja. Ich verweise da auf ein Lied von... Eure Mütter. Du weißt, welches ich meine? Ich glaube nicht. Oder ich sollte es wissen, aber weiß es nicht mehr. Das Lied trägt den Titel: Der Typ, der bei der GEMA die Titel eintippt, ist ein ganz blöder Penner. Das ist Das habe ich schon mal gehört. Das ist der vollständige Name des Liedes. Das haben sie extra gemacht. Weil der Typ, der da sitzt, muss jedes Mal, wenn sie das Lied spielen, den Titel eintippen. Hey, steig hier nicht so rum.
Oder was auch immer er gesagt hat. Ein Breeder! Und er ist schon auf allen Vieren runter. Das ist ein Pokémon-Züchter. Ja, so sieht er auch. Ja, ja. Der steht auf, schon auf allen Vieren. Der nimmt seinen Job auch sehr, sehr ernst. Der steht sicherlich auch für Tentakel Rap Tentai. Ja. Der war auch zur Party eingeladen. Ja, das glaube ich auch. So, wir gucken mal, ob das immer noch einen Typ hat, den man mit Wasser bekämpfen kann. Dieses Magma. Naja, es ist normal. Also es kriegt normalen Schaden, also ist ja auch wurscht, was das ist. Hauptsache es stirbt. Ist auch untypisch. Magma mit Biss, oder? Magma mit Biss, ja, Magma hat doch gar keine Zähne, oder? Ich glaube nicht. Es hat auch nur so einen komischen Röhrenschnabel da. Ja, dann lutscht es halt. So gegen den Gegner ab. Und Nocturne, sag mal. Ja, Nocturne. Da tausche ich aber. Da darf Frank nochmal mitkämpfen. Und es hat ein interessantes Bild in dieser Generation. Was, Nocturne? Ja. Ein bisschen dürre Beine. Ah ja. Oder wo ist das zweite Bein hin? Das steht hinter der einen Faust. Achso. Es lebt noch. Oh, Windstoß. Ja, dann würde ich sagen, Hyperzahn. Nocturne war ja eine Anlehnung an Jackie-chan, oder? Das war doch irgendwie sowas. Ja, du hast recht. Und Kikli ist an Bruce Lee angelehnt. Und Europe ist an ein fettes Europe angelehnt. Wir können uns jetzt nicht mehr leisten zu kämpfen, sonst geht Robert noch drauf. Und ich möchte Robert nicht verlieren. Ach ja, Robert. Hier wird kein Robert zurückgelassen, egal wie dick er ist. Den schleifen wir durch den Tunnel und wenn wir uns das Rückgrat ausrenken. Ja, das wird wahrscheinlich passieren. Ich meine, 90 Kilo, mein Gott. Ich wiege knapp über 50. Ja, ich weiß, ich bin extrem dünn. Ja, du bist ein Spargel. Bitte, ja, ich bin ein Skelett. Joho? Ja, oder so. Brook. Ja, wir sind One Piece Fans. Wir haben uns geoutet. Ja, klar. One Piece ist auch super. Ja, One Piece ist echt cool. Wenn ich so eine Chipkarte hätte zum Aufnehmen, würde ich auch One Piece World Red, da das was jetzt kommt, Unlimited World, würde ich aufnehmen. Achso, ja, stimmt, das kommt ja auch bald. Oder was heißt bald? Das kommt irgendwann. Wir haben einen Sonderbonbon gefunden, du hattest recht. Ich wusste es doch. Und was liegt hier rum? X-Abwehr. Super. Kann man nicht gebrauchen. Ja, können wir verkaufen. Können wir uns Pokébälle verkaufen. Genau. Ich glaube, so eine X-Abwehr bringt nur 50 Poké-Dollar. Nee, die bringen haufenweise. Echt? Ja, die sind extrem teuer. Und ich sehe jetzt erstmal zu, dass wir uns hier heilen. Und ich würde sagen, die Poké-Belly kaufen wir dann offscreen. Ja. Musste ja jetzt nicht jeder sehen, wie wir da zum Pokémon-Center laufen. Und ich habe das schon einmal onscreen gemacht, das muss ja jetzt nicht nochmal sein. Nicht unbedingt. Ach komm, gegen den kämpfen wir noch. Okay. Du erreichst Azuria City, wenn du es durch diese Höhle schaffst. Ja, man kommt nicht mehr zurück. Ja, Azuria City mit dem Mistvieh. Oh Gott, schon wieder ein... Ja, dem Mistvieh. Ein Elite-Trainer mit Radikal. Auf Level 10. Ein Kall wie unser Kall. So, und jetzt, den haut gerade Modi um. Ich merke schon wieder, ich spreche schon wieder das S so. Ist ein S? Ich spreche das S so scharf. Hört man manchmal auch im Video extrem aus. Tut mir leid. Ihr wisst ja, ich bin böse und ich bin die Schlange der Verführung. Ich bringe euch dazu, einen Apfel zu essen, obwohl ich Apple hasse. Apple ist scheiße. Apple ist überteuert, damit es das nicht mehr kann. Ich habe aber ein iPhone. Ja, es kann trotzdem nicht mehr. Also ich meine, das Einzige, was die wirklich gut haben, ist das Mikrofon. Hast du ein Apple-Mikrofon? Nein. Ich meinte ja das Mikrofon im Handy. Achso. Ja, kann sein. Das ist wirklich, muss ich mal sagen, das ist wirklich gut, aber der Rest ist kompletter Scheiß. Das könnt ihr viel billiger haben. Ich meine, die Dinger lassen sie... Ich weiß gar nicht, wie viel wird die Produktion kosten? 100 Euro? Nicht mal. Nicht mal. Und verkaufen das dann für, was weiß ich, 800 Euro oder so. Ja. Also, das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber ihr wisst, was ich meine.
Lasst euch doch nicht, lasst euch doch nicht verarschen. Ja, solange es hinhaut. Wir machen die Ecken, wir runden die Ecken ab, dann werden es schon Leute kaufen. Ja. Vielleicht sollte ich hier auch die Ecken vom Let's Play abrunden und dann Rechnung stellen. Klar, mach das mal. Könnte ich ja nachträglich mit Bildbearbeitung machen. Leute, ich will ins Pokémon Center. Ich hasse schon immer diese Zubat-Angriffe. Ja, die nerven. In Pokémon-Spielen hasse ich generell so Höhlen und so, weil da alle paar Schritte ein Pokémon angreift. Komm, Kapuzzi töte ich. Kapuzzi, das kommt so selten. Da bin ich froh drum. Ja, ich bin froh um Kapuzzi. Die Leute mögen... Was? Ich weiß auch nicht, was Kapuzzi eigentlich darstellen soll. Eine Quappe. Also eine Kaulquappe. Eine Kaulquappe. Ja, die Vorentwicklung von Kapuzzi ist eine Kaulquappe. Aber Kapuzzi an sich... Das ist so die Übergangsstufe zwischen Kaulquappe und Frosch. Es kriegt schon Arme und Beine. Ja, aber Quappe sieht auch nicht aus wie ein Frosch. Ja, es ist ja immer noch eine Zwischenstufe, eine Vorstufe. Ist ja immer noch eine Kaulquappe, die ja, schon Arme und Beine hat. Ja gut, aber und dann hätten wir wenigstens einen ganzen Frosch draus machen können. Haben sie doch. Wenn du Kapuzzi... Quappe ist doch kein Frosch. Nein, wenn du Kapuzzi einen Kingstein gibst, dann entwickelt es sich ja zu, wie hieß das Vieh, das mit dem Kuh am Anfang? Also, es hat ja auch einen Kuh gehabt. Der Frosch. Quaxo oder so? Ja, genau, Quaxo. Ach, der Grüne da. Ja, genau. Ja, gut, das sieht dann aus wie ein Frosch, okay. Das ist ein Frosch. Mit Locke. Ja. Ein Frosch, der auf seine Frisur achtet. Nee. Also ganz ehrlich, mit so einer Frisur, nein. Hallo, es ist immer ein Frosch. Frosche haben eigentlich nicht mal Haare. Ja. Der hat die gleichen Haare wie Shaozu. Stimmt. Shaozu hat ja auch nur so ein kleines Haar. Ja. Heißt das, Shaozu ist ein Pokémon? Ja, deswegen oder ist er auch Frosch. So klein. Und der kann Explosion. Ja, der kann sich in die Luft jagen. So, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Und an dieser Stelle lasst uns doch ein nettes Kommentar da, einen Daumen hoch und noch was zu sagen? Nö. Gut, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.